Hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser kleinen Aufnahme Mario Sunshine. Wir sind hier gerade in Delfino Plaza, wie das Spiel kennt. Und wieso ich das hier gerade aufnehme, und wir spielen übrigens auch auf dem Dolphin Emulator. Das ist auch ein kleiner Test mit Fraps, das gerade aufzunehmen, weil sonst nehme ich immer OBS, aber ich möchte das hier gerade nacheditieren. Ein wenig, was jetzt noch nicht, also möchte mal wieder Videos rendern und auch schneiden können. Das geht aber mit OBS-Dateien nicht, also deswegen, wenn ich meine Let's Plays dann ganz normal schneiden will, möchte ich das halt mit Premiere machen. Das geht aber mit OBS-Dateien nicht, deswegen. Ich hab's gerade zweimal gesagt, ich glaube schon. Tut mir leid. Jedenfalls, deswegen nehme ich einen Fraps auf. Und ich glaube, ich habe den Ton jetzt nicht nachgeguckt, deswegen könnte das nämlich zu laut sein. Aber jedenfalls spielen wir auf dem Emulator, GameCube-Emulator. Und das ist auch so ein kleines Test, wie das läuft mit Fraps-Aufnahmen. Aber bislang habe ich keinen einzigen FPS-Verlust. Das ist wunderbar. Heißt, ich könnte auch zum Beispiel mal das anscheinend hier jetzt playen, falls ihr das wollt. Weil Kingdom Hearts geht immer noch nicht. Das Plugin ist halt einfach nicht das Wahre im Sinne von, dass es lange durchhält, wenn man spielen möchte. Aber ja, ich wollte halt das so ankündigen, dass ich zum Beispiel jetzt Kingdom Hearts 2 Final Mix pausiere. Ich könnte zwar mit einem Plugin weiterspielen, also damit zocke ich das dann auch immer noch momentan. Ich habe das natürlich immer noch am Dings, also ich zocke es immer noch. Aber halt mit so einem Plugin, damit alles so hell ist wie früher in meinen alten Videos, das wird, läuft es halt auch genauso gut. Nur halt, es sieht so aus, wie es halt aussieht. Deswegen würde ich halt erstmal was anderes als playen dafür und es halt pausieren, wie es öfters bei meinen Videos eh so ist, dass ich Sachen pausiere und dann was anderes mache oder so. Aber diesmal will ich es dann auch wirklich durchziehen, wie es auch bei Kingdom Hearts auch wollte. Nur, dass es halt bei Kingdom Hearts irgendwie dann doch nicht so ging, wie es geplant war. Oh Gott, jetzt muss ich mein Headset gerade irgendwie umsetzen, aber egal. Ja, das wollte ich so ziemlich eigentlich ankündigen mit diesem Video und auch dieses kleine Testvideo zu Sunshine machen. Also, falls ihr zum Beispiel Mario Sunshine sehen wollt, das, wie ihr seht, so würde das dann aussehen, wenn ich das, aufnehmen würde. Von der Qualität her und Framerate, also Framerate ist ja eh ganz normal 100%ige Emulationsgeschwindigkeit hier bei dem Dolphin Emulator, falls ihr kennt. Vom Ton her und so, das ist im Endeffekt alles Fraps. Und dann halt Full HD, 60 FPS, obwohl das Spiel jetzt nur 30 Frames hat, wird auch bei Fraps angezeigt an dem Emulator, aber, upsi. Ich liebe dieses Spiel, ich liebe allgemein GameCube und die ganzen Spiele, die es dafür gab, deswegen schreibt doch mal ein Let's Play-Wunsch in die Kommentare oder allgemein PC-Spiel oder was auch immer für ein Spiel ihr sehen wollt, oder ich lasse mir selbst noch was einfallen und dann würde ich sagen, nehme ich dann auch später an diesem Tag noch die erste Folge dafür auf. Da würde ich sagen, bis dahin und tschö.